So, hallo miteinander und willkommen zurück zu The Ascent Torrengate. Yeah. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Konzernbereich Gedöns. Ja. Das ist ja keine Absicht, ne? Die laufen hier einfach immer rein. Hör mal, wie ungenau diese Waffe eigentlich ist, ne? Wenn man ein bisschen weiter wegguckt als die ersten 5 Meter hier vor einem. Ja, mit dem Ding ein bisschen vor hier. Oh wow. Massig Geld. Geil. Ich weiß gar nicht, ob wir genau an derselben Stelle sind wie beim letzten Mal, aber. Okay. Da ist irgendwo einer. Ich sehe ihn aber nicht. Wow. Okay, Stufe 16, das ist doch schon mal hilfreich. Okay, warte mal. Wie wär's? Wenn wir zunächst einmal, nicht das. Nicht das. Doch eigentlich schon das. Fertigkeiten. Was bringt uns denn eigentlich mehr? Noch besseres Ziel? Überhaupt mal Exit-Rate ein bisschen? Na ja, komm, geben wir uns mal ein bisschen Crit-Rate. Ich meine, warum auch nicht, ne? Aber 2 Kopfgeldermord zum Abgeben. Ja, dann Crowblocher. Nur mal den Ballshot. Das sind jetzt zum Glück noch mal nur wieder Leute hier. Versuchen wir es mal nochmal mit dem Ding. Das sieht auf jeden Fall besser aus, würde ich behaupten. Was ist denn mit hier? Einmal vor sich herschieben, den Typ. Da ist einer dahinter. Gut. Okay. Ich schätze, das war ein Crit. Wir werden keine Mörser aufgebaut. Nicht, solange ich hier aufpasse, würde ich sagen. Upsi. Ups. Entschuldigung. Das war keine Absicht, das war wirklich ein Versehen. Alles gut, ist nur ein normaler Mitarbeiter. Kein Problem, da gehen wir direkt weiter. Das aber nicht da hinten. Und du schon wieder hier von hinten. Könnte ich auch mal unsere Kräfte wieder mal aktivieren? Was war nochmal das zweite? Das waren die Minen, oder? Eine Dominator. Jetzt, wir nähern uns aber langsam hier der Sache. Oh, hi. Das war jemand Neues. Ein Kampfhacker. Eigentlich ganz nett, ne? Mit diesen Spikes um uns herum. Einfach mal durch die Typen durchrollen.
So, ne, das ist es. Dreamwork. Voilà. Ich wollte mal Hallo sagen, ja? Eine Bar offensichtlich. Da wird es ja letztens die Musik erstaunlich leise. Yeah. Compromised. When? Verraten? Hm? Verstanden? Understood. That someone just came in matched the description. Yeah, I'll handle it. Everyone, your attention, please. Onyx Glide will pay a considerable sum for the head of the individual who just entered. No need for it to be attached to anything. Come see me when you're ready to collect. Das ist so eine hässliche Megaspinne, ne? Jetzt wollen wir uns alle töten hier. Das ist nicht gut. Okay. Ich habe ein göttliches Gefühl hierbei. Ich bräuchte mal vielleicht ein bisschen Health, ne? Ich die halt einfach weitermachen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Sind das Automaten? Ja. Können wir uns mal ein paar Snacks hier. Oh, wow. Ich habe die Automaten leer gemacht. Nehmen wir den nicht. Das ist eine Knarre, hoffentlich ist da hier der Böse, ne? Weil ich ja die Zivilisten töte, nicht die anderen. Nein, nein. Dude. Das Epilepsie-Warnung geht raus, hier bei dem. Bei dem Ding hier. So, aber sagen, da war die Musik schon an anderen Stellen des Ganzen besser. Ja, unauffälliges Vorgehen ist nicht so. Wir sollen den Frachtmeister finden. Keine Zerlegung. Alles klar, Mann. Ich hol dir den Zuchtmeister. Was? Frachtmeister. Den Frachtmeister meine ich. Der Zuchtmeister. Ja, dann sollten die Innocents sich mal überlegen, hier auch mal die Kurve zu kratzen, ne? Oh, das ist ja hier äußerst exquisit. Das ist, das Wasser sieht super strange aus. Hm, Güte. Einzige Stelle im Spiel, wo die Kamera da nicht extra ranzoomt noch hier. Ja. Ist unser Eis gut genug? Nein, ist die Antwort. Oh, doch. Lebensübertragung. Picked up. Was ist das denn? Ist das ein... Irgendwas Neues hier? Nicht wirklich. Das ist eine Argumentation, hä? Huh? Nein? Doch. Okay, Gegner, da ich warte, wenn man Klick in der Schaden erleiden, wirst du geheilt. Ha. Huh.
Ja, es ist alles... ich würde mir echt wünschen, dass es irgendwie 4 Plätze gäbe für diese Augmentation, weil... Irgendwie ist das so nach dem Motto, ja, zu wenig Knöpfe auf dem Gamepad oder so, keine Ahnung. Weil die sind schon ganz geil, teilweise von dem, was sie machen können. Aber man kann halt nur 2 ausrüsten. Der Witz ist ja, meine Schüsse gehen durch alle Leute durch, ne? Das heißt, ich kann jetzt gar nichts groß machen, außer die Zivilisten aus Versehen mitzunehmen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind nicht mal auf dem Klo, ist man dir sicher. Das sind doch Schränke hier. Ja. Nächster Zimmer. Gut gedeutscht. Ah ja, wir sind wieder draußen. Erstmal das Auto vom Geschäftsführer ausrauben. Okay, ich habe dich weggetickt. Irgendwie gehe ich halt sofort, als hätte ich eine Shotgun. Obwohl ich keine Shotgun habe, aber ich find's gut. Es macht Spaß. Ein bisschen Skill dabei, nur weil wir ja wirklich aimen müssen und immer nur draufhalten. Das natürlich weiterhin hervorragend. Jetzt jemand geschrieben einen Kommentar, ne? So Blade Runner Atmosphäre in die, ne? In dem Ding hier ist echt unfassbar gut. Hat sich dich gut getroffen. Wird ja oft versucht, selten. Hey! Ich. That OV dropship was headed for the docks before we lost track of it. Get moving there while we figure out exactly where it's going. Okay. Okay, ich soll zum Kosmodrom fahren. Ich sehe doch hier. Das sind aber auch noch Leute überall. Das ist doch mal ein Crit. Noch lange keine neue Waffe mehr bekommen. Also ich werde nur mal schnell gucken, ob hier nicht irgendwas Cooles, Tolles, Super Geiles ist zum Einsammeln, aber offensichtlich nicht. Leider nein. Hier müsste doch jetzt irgendwo die Metro sein. Ach, da rechts unten war sie. Der Versuch, Jungs. Aber nicht heute. Nicht heute. Was haben wir da gerade weggeschleudert? So, Mr. Metro. Ja, fast so gut wie Buster's Rissen, aber halt nur fast, ne? Wo zur Hölle soll ich jetzt fahren? Warte mal. Kosmodrom. Tarms Gate, oder? Tarms Tor war doch gerade eben eine Option, oder? Oder? Nein, warte! Nein! Vielleicht gleich überreagiert, aber... Ja. Yeah. Komm schon. Sich hier erst weglaufen? Ich muss
Die scheiß Bahn! Ja. Tanztor ist wohl am nächsten dran. Wir haben Kosmodrom gleich das Metro entdeckt. Man schafft es schneller als wir. Yay! Okay. Oh. Entschuldigung, das war kein. Du warst gar kein böser Bot. Du warst ein normaler, guter Typ. Ein neuer Torso. Oh, und der ist tatsächlich besser in allen Belangen. Gut. Dann geh mal hier auf den Chromlocher. Natürlich, ja. Das waren zwei Roboter. Und der Rest sind jetzt wieder. Arrogant Race. Das jetzt einfach so knallhart, dass wir hier den Borscher draufpacken. So sind die Terminals, an die kann ich mich erinnern. Hätten wir auch irgendjemanden erwischt. Das liegt vom letzten Mal noch hier rum. Kosmodrom. Das ist jetzt Trick 17 des Spiels. Einfach Gegnerarten mixen, ne? Wir sind jetzt zum Glück relativ low hier. Kann man das, denke ich, mal machen. Also irgendwann demnächst können wir wohl auch mal zurück ins Deck 13 Gedöns, oder wie das Teil heißt. Um uns vielleicht mal wieder ein wenig zu entleeren. Ja, das kennen wir schon. Just made a rapid departure request. Santor Klein is an OV front. We can assume the shipping master is on board. What's worse, that Pinnace is not just a planet hopper. It's an interstellar vessel. If it leaves Velez, we'll never get our hands on the shipping master. You must stop it. Ja, ich werde sie stoppen. Das steht vielleicht außer Frage. Hoffe ich. Wie gesagt, ich finde es in diesen Passagen super schwierig, die richtigen Leute zu treffen. Überhaupt irgendwas zu treffen. Die Musik ist sehr viel besser als vorher. Ja, Mann. Das Gesetz kann mich mal. Vor allem das erste. Gott, komm mit der Herde, Roboter. Ist aber echt. Immer da gut als kleine Ablenkung. Zerfetzt haben wir den Jungen. Richtig zerfetzt. Gesehen? Is currently
Aha. Oh, das war gar keiner. Mir leid, ich dachte. Oh, Monoverstotter. Nochmal leider. Oh wow, hier sind tatsächlich mal wieder Kisten. Ich habe sie so vermisst. Sieht auch etwas technischer aus hier, dieses Gebiet. Aber es ist technisch. Nimm mir erst einen Weg. Die ahnungslosen Yakuza Boys. Jonen, Ronin, was auch immer. Okay. Das war schon mal wieder Lust auf eine Waffe, aber okay so. Rampe 94. Da oben. Ups, hab ich wieder verklickt. MagTech-Hose. Jetzt mal hier in die Richtung. Oh, da geht's tatsächlich durch. Ich hätte nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber. Okay, Shuttle Langgas und so. Okay, müssen mich trotzdem hier draußen entlang, ja. Geht's weiter? Hier oder da oben? Hier. Vielleicht könnten wir mit dem Controller auf alles drauf schießen. Würde ich mal behaupten, aber wir machen mal so, tun mal so, als seien wir effizient unterwegs hier. So, das ist okay. Docking Clamp Maneuver. Zugang. Nice try. Wir denn da runter? Und da rein. Gut, dass sich hier oben jemand aus der Ruhe bringen lässt. Auch eher nicht. Sondern weiter am Automaten hier. Da ist es. Welcher Dude bist du? Jetzt kommt bestimmt dieser Spinnentyp raus. Ich schwöre euch, jetzt kommt der Spinnentyp raus. Oder es kommt ein Gunship oder sowas her. Oh Mann. That doesn't look good, sir. Wow. Yeah.
glaube, der Shot hat uns gerade echt gut geholfen hier. Schubsprung? Havoc. Codex. Oh, jetzt habe ich echt zu langsam gedrückt, oder was? Hier, Havoc. Die X-28 Havoc ist eine Kampfplattform, die für Tempo, Beweglichkeit und Flächendominanz entwickelt wurde, sowie ein Genpotron. Diese Flugdrohnen sind unter Volpin-Drop-Truppen sehr beliebt, schnell und beweglich, aber gleichzeitig ziemlich tödlich, wenn sie ihren Raketenangel entfesseln. Vergiss nicht, nach oben zu schauen. Klar. Bam. So. Und jetzt? Ah, ja. Da ist der Typ. Can't feel my legs. Whatever this is paying you, I'll double it. Just help me get out of here. Caution. The fire is about to reach the ship fuel distribution valves. Your weak flesh will be burnt to a crisp when that happens. I advise rapid movement. Rapid movement. Fuck. I gather you didn't get the data. Natürlich habe ich die Daten. Hier. Who the hell are you people? What do you want? The shipments you made to the Ascent Group. Speak. Why? What's in it for me, huh? Well, how about not spending a perceived eternity in the Null exploring all possible and probable types of pain? Bring it on, you foreign bitch! I got enough black ice in here to fry whatever you jack me into! Yes, well, we'll see about that. Another assignment completed. I admire your resourcefulness. Seems there are sapiens who deviate from the species' substandard norm. Now we should leave. About 20 Onyx Void flatliners are heading this way, stimmed up and itching to pulp us. I prefer facing them at a different time and place. We will contact you as soon as we've extracted the data we need from this thing. Okay, dann haben wir jetzt wohl tatsächlich mal Zeit, wieder ins Hub zurückzukehren. Der Frachtmeister von Onyx Void ist ein wandelnder Katalog ihrer Transportdaten und laufender Verträge mit verschiedenen Geschäftspartnern. Als seltener Desync-Gedächtniskünstler ist er sich seines Status und seiner Bedeutung für das Unternehmen bewusst. Yeah! Gut. Ich würde sagen, das ist das mal gewesen also für diese Folge. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich werde mal zum Hub mich teleportieren. Schätze ich? Jetzt müssen wir ausprobieren, welches das Hub überhaupt ist. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier das verkauft habe, ausgeschaltet bin und hast es nicht gesehen. Bis dann, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Like, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao. Euer Thorn.